Die EQ+ Regionalförderung feierte am vergangenen Donnerstagabend ihr 35-jähriges Jubiläum in der Niederösterreichhalle der Messe Tulln. Seit Gründung 1987 wurden 3.600 Projekte im ganzen Bundesland mit über 1,4 Milliarden Euro Regionalförderung unterstützt. Was in den letzten 35 Jahren geschaffen wurde, ist der Grundstein davon, wie sich Niederösterreich in Zukunft in den Regionen entwickelt und weit über unsere Grenzen hinaus als lebenswertes und wirtschaftlich attraktives Land in Europa gesehen wird. Herzlich willkommen zum Erlebnis 35 Jahre Regionalförderung. Vielfalt für die Zukunft. Na, wir sind die Unterstützer im Sinne von Förderstelle. Das heißt, eine Idee kommt zu uns und wir dürfen das finanziell unterstützen, vorher begleiten. Aber das Wichtigste ist, dass die Idee aus der Region kommt. Nicht von uns, von irgendwem am Schreibtisch, sondern aus der Region. Und wir dürfen diese Projekte dann begleiten und, wenn diese Prüfung positiv ist, finanziell unterstützen. Heute 35 Jahre Regionalförderung und am meisten habe ich mich gefreut über die Persönlichkeiten, die Regionalprojekte in allen Vierteln Niederösterreichs geplant und umgesetzt haben, die Innovation in die Region gebracht haben und auch neue Arbeitsplätze. Und das braucht es, sehr viel an Innovationskraft, damit wir auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben. Und da braucht es natürlich sehr, sehr viel Feuer von Persönlichkeiten, und das Feuer spürt man heute so richtig, und diese Persönlichkeiten schaffen es immer wieder, andere zu entfachen. Und das braucht es auch in der Zukunft, einfach mit Innovationskraft andere zu entfachen. Das Schönste für mich ist natürlich, dass es den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern in Niederösterreich gefällt und dass sie mit der Lebensqualität, mit der Entwicklung ihrer Region sehr, sehr zufrieden sind. Und mich freut natürlich, dass wir mit unserer Regionalförderung auch dazu einen Beitrag geleistet haben, dass es in allen Regionen Niederösterreichs eine tolle Entwicklung gegeben hat. Es gibt ganz unterschiedliche Potenziale, und mit der Regionalförderung ist es uns möglich, sowohl touristische als auch wirtschaftliche Projekte zu unterstützen. Und es hat gezeigt, dass das sehr, sehr gut investiertes Geld ist. Unterstützung der Wirtschaft vor Ort und Entwicklung der touristischen Infrastruktur sind zwei der insgesamt 7 Themenbereiche der Regionalförderung. Wir sind das RIZAP, Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Und unsere Aufgabe ist es, Leute, die eine gute Geschäftsidee haben, abzuholen mit dieser Idee, mit ihnen einen Plan zu entwickeln und sie bis zur erfolgreichen Gründung zu begleiten. Und nach der Gründung stehen wir all diesen Personen dann zur Verfügung als betriebswirtschaftliche Coaches für die nächsten Jahre, um sie auf ihren Weg des Wachstums im Unternehmen zu coachen. Ja, also auch die Liederregion Tourismusverband Moststraße profitiert von den Förderungen. Wir bekommen unter anderem EU-Gelder, aber auch über das Land Niederösterreich werden unsere regionalen Projekte gut unterstützt und auch abgewickelt. Einer der Betriebe, die die Förderung in Anspruch genommen haben, ist die Erlebnisarena St. Corona am Wechsel. Für uns war die Regionalförderung sehr wichtig. Es war die Initialzündung für neue Entwicklungen. Ohne die Regionalförderung wären wir wahrscheinlich nicht so vom Fleck gekommen. Das heißt, diese Initialzündung war für uns der Auslöser für alle Entwicklungen, die nachher gekommen sind. Und jetzt probieren wir, auf eigene Füße zu stehen und neue Investitionen mit höherem Eigenkapitalanteil zu schaffen, aber hoffentlich trotzdem nur mit Unterstützung der Regionalförderung. Auch in schwierigen Zeiten wird investiert. Angesichts der Teuerung und unsicherer Wirtschaftslage darf man nicht den Mut verlieren. Ja, herausfordernde Zeiten, wo wir globale Krisen mit historischen Ausmaßen erleben, da braucht es, glaube ich, 2 Dinge. Zum Ersten, dass wir den Menschen helfen, die Teuerung und die Inflation abzufedern. Das tun wir, sowohl mit den Bundesförderungen, vor allem aber auch mit den Förderungen aus Niederösterreich, wenn ich an den blau-gelben Strompreisrabatt denke. Aber auf der anderen Seite braucht es auch Geld, um Innovation voranzutreiben, das heißt Investitionen in den Tourismus, in die Wirtschaft, in die Digitalisierung. All das braucht es, damit wir auch gut nach vorne kommen, auch in herausfordernde Zeiten. Und das Wichtigste, Mut von uns allen, mit Mut in den Nebel. Möge die EQ+ Regionalförderung auch in der Zukunft ein verlässlicher und kompetenter Partner für die Menschen und Regionen sein.